Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Sudan. Erneut kam es in der vom Bürgerkrieg zerrütteten Darfur-Region zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Erstmals waren daran offenbar auch Kräfte der EU beteiligt. Die sogenannte Task Force Nemesis deckte im Rahmen eines Einsatzes ein verstecktes Tunnelsystem auf und fand zahlreiche Beweise dafür, dass die SRA bereits über angereichertes Uran verfügt. Da das Uran selber nicht vor Ort sichergestellt werden konnte, wurde der Tunneleingang bombardiert, um eine weitere Nutzung der Anlage zu verhindern. Ein hochrangiger Offizier der SRA, welcher sich für die Anlage verantwortlich zeichnet, befindet sich derzeit auf der Flucht.